Hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst, ich grüße euch. Es gibt Neuigkeiten in Bezug auf Xiaomi. Xiaomi, solange es meinen Kanal gibt, ne, gibt es auch Xiaomi. Die haben sich direkt nach meiner Kanalgründung aufgrund, also meines Einflusses, ne, erst in China, dann jetzt auch in Deutschland gegründet. Ich hatte ja immer mal gehofft, dass die nach Deutschland kommen. Und ich war ja auch nicht schlecht überrascht gewesen, als Xiaomi tatsächlich in der Produktpalette von Saturn im Mediamarkt aufkreuzte. Ich glaube, die haben sich dann eine ganze Weile geweigert, das in die eigene Produktpalette mit aufzunehmen. Und ich hatte da ja auch mal ein Video kommentiert bzw. kritisiert, das von Turn-On, von dem Magazin von Saturn hochgeladen wurde. Wisst ihr vielleicht noch, ich kann es nochmal, wenn ich es nicht vergesse, unten in der Videobeschreibung verlinken, ich werde es aber wahrscheinlich vergessen, wo ich so ein bisschen herausgestellt hatte, ja, Saturn nimmt es im Programm auf, verschiedene Xiaomi-Geräte, aber irgendwie sind die nicht so ganz glücklich damit. Ist immer noch so ein bisschen Kritik, aber nicht wirklich berechtigte Kritik, sondern eher so ganz schwammige Kritik, dass es halt eben irgendwie unausgereift wäre, aber ohne genaue Beispiele zu nennen. Und irgendein Google-Mitarbeiter hat das Ganze ja eigentlich nach vorne gebracht, ist dann aber wieder gegangen, weil ja alles irgendwie ganz, naja, aber nichts genau erklären. Einfach ein bisschen mysteriös. Schön. Da könnte man jetzt natürlich mutmaßen, dass Saturn im Medienmarkt mit anderen, mit hochpreisigeren Geräten mehr Gewinne fährt und deshalb eben, naja, dann die niedrigpreisigen, es gibt ja sehr niedrigpreisige Premium-Geräte von Xiaomi, die sich damit auskennen, die wissen Bescheid. Schön. Und jetzt, wo das ist ja noch gar nicht so lange her, dass Saturn im Medienmarkt ins Programm aufgenommen haben, verschiedene Xiaomi-Produkte, wohlgemerkt, um hier auch was Positives zu nennen, wirklich zum guten, konkurrenzfähigen Preis, wo dann bei verschiedenen Modellen sich dann der Import nicht mehr unbedingt gelohnt hat, also das direkt aus China zu bestellen, auch wenn das inzwischen echt leicht ist. Man wartet halt nur ein bisschen länger, wenn wir bedenken, dass die Geräte teilweise echt lange ausverkauft waren, war es teilweise auch die bessere Wahl, aber gerade wegen der Gewährleistungsabwicklung hat man da dann natürlich die kürzeren Wege, sagen wir mal so. Schön. Und nun hat Xiaomi gesagt, nee, das nehmen wir selbst in die Hand. Das war ja keine offizielle Kooperation. Ich weiß nicht, dass ich wüsste, soviel ich weiß, haben die das auch nur eingekauft und verkaufen es dann hier halt weiter. Und nun hat sich aber Xiaomi gedacht, nee, das machen wir jetzt selber. Und zwar mit einem anderen Partner. Also die hätten ja auch genauso gut jetzt Verträge mit Einzelhandelsketten hier in Deutschland schließen können. Hatten sie aber offensichtlich keine Lust, sondern gehen einfach direkt über Amazon. Klar, warum nicht? Und das Video ist halt dazu aktuell, das war das Mi 9T Pro in der Version 128 GB Festspeicher und 6 GB RAM für 449 Euro kaufen kann. Da gab es am Anfang ein Angebot, glaube für 400 Euro, also für 399,99 Euro vermute ich mal. Aber das war wohl irgendwie instant abverkauft und das ist jetzt halt der aktuelle Preis. Dieser Artikel erscheint haben sie jetzt schon hiermit angegeben, weil das wahrscheinlich auch alles extrem schnell abverkauft wird. Und hier mal zum Vergleich, bei Saturn kostet derzeit das Mi 9 ohne T und ohne Pro kostet genau das gleiche. Und ihr wisst ja, dass die Gewährleistungsabwicklung bei Amazon eigentlich echt easy ist. Das braucht man ja nur zurückzuschicken, da ist ja immer alles schon dabei. Und da ist das hier natürlich dann entsprechend echt attraktiv. Das bedeutet natürlich auch wiederum, dass dann der Import, wenn jetzt Gearbest nicht irgendwie, machen die ab und zu mal Flash-Sale-Aktionen. Das ist auch eine, sieht jetzt erstmal weniger aus, aber hat eine 64 GB Festspeicher, ist also so gesehen nicht wirklich attraktiv. Und solange Gearbest oder Banggood und wie sie da alle heißen, Gearbest ist jetzt nur ein Beispiel, solange das sieht aber auch geil aus. Können wir's. Ich lasse mich mal übelst schnell ablenken. Zurück zum Thema. Das ist dann halt auch nicht mehr so wirklich attraktiv, außer die bringen eben irgendwie mal Sonderaktionen, wo es dann 50 oder 100 Euro billiger ist. Wobei, was natürlich Aktionen angeht, Xiaomi direkt den längeren Atem hat, ist ja klar, ne? Die verkaufen das dann ohne irgendeinen Zwischenhändler und können dann natürlich ganz andere Preise machen. Es gibt bisher nur ein begrenztes Angebot bei Amazon und es ist auch Verkauf und Versand durch Amazon. Also kurz gesagt, ihr habt, wenn es jetzt hier angekündigt, aber ansonsten habt ihr ja die üblichen 24 Stunden Lieferzeit. Das ist ja bei Amazon ja auch echt kurzfristig, wenn die das halt selbst verschicken. Und es gibt dann auch ein paar andere Sachen. Das Mi 9T Pro in verschiedenen Farben haben die halt im Angebot. Lass das, ich bin jetzt nicht erreichbar. Ich denke nie daran, mein Telefon auf stumm zu schalten, wenn ich ein Video drehe. Ich könnte es jetzt machen, aber ich bin zu faul. Wenn es nochmal klingelt, dann mache ich es. Schwöre. Schön. Mi 9T Pro, genau, das haben sie. Und das Mi Band 3. Warum eigentlich das Mi Band 3? Das Mi Band 2 sogar für 19 Euro. Und das 4er. Das 4er, das habe ich auch gesehen. Das ist dann hier unten irgendwo. Ah ja, hier, Mi Band 4. Mi Band 4, 39 Euro, was das Armband kostet. Na ja, gut, 7,25 Euro. Ist schon machbar, wenn man andere Farbe haben will. Ja, dann noch ein paar Smart Home Sachen, was teilweise auch interessant ist. Das haben wir hier noch. Ach ja, genau, den Roborock, den S5. Den gibt es auch. Das finde ich ein bisschen sinnlos irgendwie, dass die das auch am Start haben. Kann man das kaufen, ja. Weil diese Luftreiniger, die sind ja eigentlich eher für diese asiatischen, extrem verschmutzten Städte. Oder in Indien zum Beispiel, ist das ja auch krass.
Aber wir haben ja hier vergleichsweise wirklich saubere Luft. Ich weiß nicht, ob der Luftreiniger dann hier auch so wirklich den reißenden Absatz findet. Aber das sei mal dahingestellt. Ich verlinke euch so unten in der Videobeschreibung mal so ein paar interessante Sachen. Und das macht das Ganze natürlich in Zukunft viel einfacher. Ja, ich hoffe auch, dass Xiaomi dann das Angebot hier auch noch ordentlich ausbaut. Ja, bisher ist es ja wirklich eher übersichtlich. Oh ja, so ein Scooter kann man hier auch kaufen, aber da muss man echt erstmal schauen, weil die Scooter, die brauchen eine Straßenzulassung. Ansonsten darf man nur auf Privatgelände damit rumfahren und das ist kurzum sinnlos. Da sollte man sich da vielleicht nochmal so ein bisschen vorher informieren. Da bin ich mir nicht sicher. Sonst werden einen die Cops wahrscheinlich mit dem Ding rausziehen. Ich weiß nicht, inwiefern die da kontrollieren. Die deutschsprachige Seite von Xiaomi, die ist auch im Moment eher übersichtlich, sagen wir mal so. Es ist auch alles nicht so übergeil übersetzt, streckenweise. Ich hätte mal was Gutes gefunden, aber Nonstop Gaming mit durchgängiger Kühlung. Durchgängig ist doch auch ein Begriff, den man also im Bereich Kühlung immer wieder liest. Dual-Turbo-Beschleunigung. Das ist nicht nur Turbo. Das ist Dual-Turbo. Das ist Dual-Turbo-Löwentauber-Beschleunigung. Fegen Sie über das Schlachtfeld. Ich meine, Oma würde so Gaming bezeichnen. Naja, vielleicht schreibe ich den mal, dass ich die Texte ein bisschen sinnvoller übersetze. Ja, hier steht es auch, exklusiver Online-Partner Amazon. Super. Und es gibt jetzt noch eine Xiaomi Deutschland Facebook-Seite. Ich weiß nicht, wie man jetzt Facebook noch erklären soll, die jüngeren Menschen. Das ist so ein Kommunikationstool von früher. Von ganz früher. Ich weiß gar nicht, gibt es noch jemanden, der Facebook verwendet? Naja. Den Zuckerberg, den dürfte es trotzdem nicht an Geld mangeln. Aber egal, jedenfalls ist Xiaomi jetzt eben auch auf Facebook vertreten. Da kann man hier ein bisschen was nachlesen. Da werden halt irgendwelche Sachen geteilt. Zum Beispiel, dass bald fantastische Produkte angeboten werden. Und wir werden gesiezt. Das finde ich ja sehr, sehr, sehr höflich. Das finde ich hier in meiner kleinen Übersicht. Also allein die Xiaomi Home Produkte, die sind ja auch der Hammer. Also jetzt im Umfang, wie viel es da gibt. Also bisher hält sich so mit, hallo Mi-Fans, wie lange kennt ihr Mi schon? Bisher hält sich so mit der so Informationskommunikation, hält es bisher eher an Grenzen. Hashtag Xiaomi Deutschland, no me without you. Ja, es ist ein bisschen blöd, ne? Eine Marke ohne jegliche Konsumenten. Das wird schwierig. Da braucht man sehr viel. Ach, das war's schon. Wir haben sie gar nicht gepostet. Also bisher alles sehr zurückhaltend. Es gibt auch noch einen entsprechenden YouTube-Kanal, der aber auch nicht groß mit Informationen gefüttert wird. Also, die beeilen sich jetzt nicht gerade. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der deutsche Markt für Xiaomi jetzt nicht so überattraktiv ist. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass sie gemerkt haben, okay, ohne groß jetzt Marketingdruck zu machen, haben sich unsere Produkte auch irgendwie in Deutschland, na jetzt nicht durchgesetzt, aber sind halt bekannt geworden, beziehungsweise ein bisschen trendy. Und dass die das jetzt einfach nur den Schwung ausnutzen und sagen, okay, ich meine jetzt über Amazon deine Vertriebsstruktur aufzubauen, das ist jetzt nicht so krass. Ich weiß, es gibt jetzt ja auch so Apple-Filialen, ach Quatsch. Nein, ich meine, es gibt die ersten Xiaomi-Stores, da hatte ich ja, glaube ich, auch mal einen kleinen Bericht drüber gemacht. Aber Xiaomi überrennt uns jetzt hier nicht gerade mit Angeboten und mit Marketing. Ist alles ein bisschen zurückhaltend. Ich meine, vielleicht sind die auch damit ganz zufrieden, dass wir das bisher einfach so importiert haben. Direkt halt aus China über die China-Stores. Das war ja eigentlich am einfachsten für Xiaomi, weil nämlich da die Vertriebsstruktur ja im Prinzip nicht nur von anderen übernommen wurden. Andere haben sich ja überhaupt erstmal Gedanken gemacht, Xiaomi-Produkte in alle Welt zu vertreiben. Wir halt Gearbest, die ja inzwischen ja, glaube ich, weltweit liefern und auch weltweit Lager haben. Ich weiß nicht, ob Banggood auch weltweit Lager haben, aber naja, das war für Xiaomi bisher echt praktisch gewesen. Aber ja, das Ganze jetzt eben über Amazon zu vertreiben, wie gesagt, das ist jetzt ja nicht so der übelste Aufwand. Und ich finde es aber trotzdem gut. Ich gehe mal davon aus, dass es trotzdem auch getrennt bleiben wird. Das heißt, es wird dann Produkte geben, die kommen zum Beispiel nur für China raus. Und es wird Produkte eben geben, die dann auch für den europäischen Markt gedacht sind. Vielleicht sogar Produkte nur. Ich habe ja schon gemerkt, dass Xiaomi sich da auch so ein bisschen an die einzelnen Märkte anpasst und dann entsprechend die Produkte dann zur Verfügung stellt. Das merkt man ja dann auch immer an der App. Aber natürlich auch an den Karton selber, wenn alles auf Chinesisch ist. Aber wenn schon draufsteht, Only for Chinese Mainland zum Beispiel. Schön. Also, interessante Entwicklung. Ich werde euch dann auf den Laufenden halten, wenn da jetzt irgendwie zum Beispiel mal irgendwie eine größere Produktpalette mal feststeht. Bisher ist es ja alles nicht so viel. Aber wer eben jetzt ein Premium-Telefon haben möchte, der kann für 450 Euro das Mi 9T Pro mit einer Ausfahrt-Crazy-Überkamera direkt bei Amazon jetzt ordern. Und es kommt dann halt mit schnell und Gewährleistung über Amazon und das Ding ist der Hammer, weil der 855er drin ist und Full HD Plus Display und Hammer Kameras und was soll ich denn sagen? Super Display Body Verhältnis. Na, bleiben, wie geil, weil hinten drunter ist direkt das Note 10 Plus, ja, für 1100 Euro. Wunderbar. Naja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall wird es dadurch jetzt ein bisschen einfacher. Wie gesagt, ich verlinke euch das, was es da gerade gibt, auch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal anklicken, könnt ihr euch durchlesen und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder.
Hat auf die Uhr geguckt, es ist 18.21 Uhr. Mal schauen, ob ich das Video noch heute veröffentlichen kann. Ansonsten schneide ich es morgen und mach's fertig. Bis dahin. Ciao.